ziemlich aktuell sind, auch in der heutigen Zeit. Vielen Dank für die Befreiung. Ja, danke für den schönen Song. Etwas lauter. Danke für den schönen Song, hat echt beflügelt. Ja, danke an KenFM. Danke an die wunderschönen Menschen, die hier sind, die sich die Zeit genommen haben, Zeit geopfert. Heutzutage ist das nicht selbstverständlich. Ich möchte heute über ein aktuelles Thema reden, und zwar über den Islam. Ein Bereich, das heute in den Medien sehr oft diffamiert wird und auch unter den Leuten. Mir geht es heute nur um eine Klarstellung. Ich möchte niemanden zum Beitritt zum Islam bewegen oder zu irgendwas anderes, sondern einfach nur zu einer Klarstellung, dass er sich seine eigene Meinung darüber bildet und auch sich darüber informiert. Islam bedeutet Frieden, Teilen und Lieben. Frieden machen heißt, dass der Mensch mit sich selbst und mit seiner Umgebung in Frieden leben sollte. Teilen bedeutet, dass ausnahmslos jeder Mensch, der einen Überschuss von Vermögen besitzt, was abgeben sollte für die, die weniger oder nichts haben. Ausnahmslos jeder. Damit sind auch die reichen Menschen gemeint, die nicht teilen wollen oder deren Habgier niemals endet. Denn von dem, was abzugeben, was einem am liebsten ist, ist immer das Schwerste, aber die größte und die schönste Tat. Islam bedeutet Brüderlichkeit, Menschlichkeit, Toleranz und Akzeptanz. Der Islam enthält in seiner Grundlage Vertrauen, Glück und Wohlbefinden. Das sind wahre Werte, die einen jeden von uns erst zum Menschen machen. Der Islam verbietet jegliche Form von Gewalt und Krieg. Der Islam ruft alle Menschen zum Miteinander für den Frieden, zum Verrichten von Wohltaten und nicht zum sogenannten Heiligen Krieg auf. Der Islam ist keine Religion, sondern eine Lebensweise. Eine Lebensweise im Einklang mit der Natur, den Tieren und den Menschen. Vor allem ist der Islam genau das Gegenteil von Extremismus. Er ist die Mitte. Islam bedeutet auch, nicht zu viel von allem. Alles im Leben in einer Waage zu halten. Der Islam hat nichts mit ISIS, Al-Qaida, Al-Nusra oder wie sie auch alle heißen mögen zu tun. Nichts zu tun! Denn diese Menschen haben eine andere Vision des Friedens, die sie mittels Gewalt erreichen wollen, die der Islam aber nicht mitteilt. Sie haben eine Version, alle Gläubigen zu vereinen und die Ungläubigen, so wie sie es nennen, zu vertreiben. Wer gibt diesen Menschen das Recht, über andere Menschen zu urteilen, ob sie gläubig oder ungläubig sind? Woher nehmen sich die Menschen das Recht, sich dies anzumaßen? Und das Schlimme an dieser Sache ist, dass diese Extremisten den Islam mit in ihren dreckigen Krieg reinziehen. Die Menschen, die ihnen blind folgen, schalten nicht ihren Menschenverstand ein. Sie lesen den Koran nicht selbst und hören lieber auf Dritte. Und auch hier, wie in anderen Bereichen des Lebens, sieht man genau, ist es ein Fehler, unbelesen und uninformiert zu sein. Aber auch Menschen hier in Deutschland lassen sich von den Medien voll labern und schalten dabei ihren Menschenverstand nicht ein oder informieren sich nicht mal über den Islam. Dank den Medien haben wir eine Gesellschaft voller Vorurteile und Klischees. Die Medien haben die Macht, unschuldige Menschen schuldig zu machen und schuldige Menschen unschuldig zu machen. Für mich ist nur dann ein Mensch schuldig, wenn er den Frieden mit seinen Mitmenschen nicht wahrt, den Krieg und den Menschenhass fördert. Und es gibt viele Sekten, so nenne ich sie, die unter dem Deckmantel des Islams sehr viele schreckliche Gräueltaten begehen. Von Genitalverstümmelung bis hin zu Hinrichtungen und Foltern. Und das nur im Namen ihrer Vision eines gläubigen Staates. Das ist falsch und unmenschlich. Besonders dann schrecklich ist es, wenn dafür unschuldige Menschen getötet werden, nur weil sie nicht die Einstellung dieser Sekten teilen. Ich finde es von den Medien zu Unrecht, dass sie den Islam im Gebrauch mit diesen Extremisten teilen. Das wiederum widerspiegelt die Ahnungslosigkeit der Medien gegenüber dem Islam. Für mich sind es nur seelenlose faschistische Extremisten, die einer oder ihrer eigenen Ideologie folgen und dabei alle Menschenrechte mit Füßen treten,
die es auf dieser Welt gibt. Das ist nicht Islam, meine Freunde. Das ist Menschenfeindlichkeit. Da ihr jetzt gut wisst, was der Islam ist und was nicht ist, bedenkt beim nächsten Mal nachzudenken, ob das wirklich wahr ist, was die Medien in Verbindung mit dem Islam bringen. Für weiteres Informationsmaterial empfehle ich ein Buch von Dr. Yaşar-Nuri Öztürk, der verfälschte Islam, und das Buch 400 Fragen und 400 Antworten für den Islam. Er ist ein bekannter islamischer Theologe in der Türkei und vertritt innerhalb des Islams liberale Positionen. Ich möchte hier nochmals betonen, keine Werbung für den Islam oder den Beitritt zum Islam gemacht zu haben. Mir ging es lediglich nur um die Klarstellung, was der Islam ist und was nicht. Weil ich langsam aber sicher die Nase voll davon habe, dass der Islam mit solchen Extremisten in Verbindung gebracht wird. Weil die Botschaften des Islams und die der Extremisten Welten, davon sage ich, Universen auseinanderliegen. Eure endgültige Meinung jedoch solltet ihr selbst treffen und entscheiden. Denn im Islam gibt es keinen Zwang. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung, jedoch ohne dem anderen zu schaden. Egal ob Buddhist, Christ, Moslem, Jude, wir sind alle Menschen. Das, was uns, der größte Virus, der uns auseinandertreibt, ist das Teile und Herrsche. Lasst uns der Antivirus sein, Leute. Dankeschön.